Insat TV. Land und Leute sind unsere Stars. Obwohl es fast so aussah, aber leider nein. Der echte Bob Dylan war es nicht, der am 6. November auf der Kickbühne stand. Nichtsdestotrotz rockte die achtköpfige Band Dylan on the Rocks mit Liedermacher Winfried Klima und führte musikalisch wie auch geschichtlich durch die 4 Jahrzehnte lange künstlerische Laufbahn des legendären Bob Dylan. Mir hat schon immer der Dylan gefallen. Und ich wusste aber nicht so viel über ihn und habe selber auch vielleicht 3, 4 Lieder von ihm gespielt. Und das war es dann schon. Dann kam das Projekt und dann habe ich natürlich meine, ich hatte schon 12, 15 Dylan-Platten und CDs natürlich. Ne? Aber mittlerweile habe ich 40 und vielleicht 12 verschiedene Bücher und 12 DVDs und habe alles im Internet recherchiert. Ich habe mich richtig in die Materie reingekniet und er ist einfach eine faszinierende Persönlichkeit. Und der Versucher, sein Psychogramm und seine musikalische Entwicklung und auch seine Lebensgeschichte in einem 2,5-Stunden-Programm rüberzubringen, und das ist doch gar nicht so einfach. Erstens mal finde ich einen genialen Songwriter. Er ist sicherlich der genialste, den es überhaupt gegeben hat in der Szene. Ja. Und er ist teilweise auch ein widersprüchlicher Mensch, wenn man an dem misst, was er zu bestimmten Zeiten seiner Karriere ausgesagt hat. Aber er hat sich so sehr gewandelt und so oft gewandelt wie kein anderer. Und wenn man das als Art Gesamtkunstwerk sieht, dann ist er doch irgendwo wieder schlüssig. Zersägt ja seine eigenen Songs. Der Spiegel hat mal gefragt, Herr Dylan, warum massakrieren Sie Ihre Songs? Das heißt, man erkennt die Songs teilweise gar nicht. Ne? Ja, mir geht es so, der ich fast alle seine Songs kenne, dass du manchmal 40, 50 Sekunden brauchst und dann anhand des Textes dann erst einmal checkst, ach so, das ist das Lied. Eine authentische Darbietung über das bisherige Leben eines Musikers, der hoffentlich auch in Zukunft noch einiges von sich hören lassen wird. Unter www.dylanontherocks.de können Sie sich über den Tourplan der Band schlau machen und, wenn Sie möchten, den Werdegang Bob Dylans mit allen Ups and Downs hautnah erleben. Das Prädikat lautet auf jeden Fall absolut hören und sehenswert.